Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bausimulator 2015 Deluxe Version mit Nordrhein TV Play. Yo, das bin ich. That is him. Warte mal, dann ist das ja gedacht, jetzt sag ich noch und Felix spielt, ne? Nö, da bestehe ich gar nicht drauf. Hab ich aber nicht. Bestehe ich gar nicht drauf. Habe ich einfach nicht gemacht. Interessiert mich auch gar nicht. Also, wollte dich damit brechen. Psychisch brechen. Wandgrundierung und Zementsäcke muss ich noch. Es ist jetzt Donnerstag bei der Folge, ne? Ja, heute ist Gamescom. Treffen wir uns da? Wenn ihr dieses Video guckt um 16 Uhr, warum seid ihr nicht auf der Gamescom? Vielleicht, wenn ihr dieses Video um 16 morgen. Uhr guckt und auf der Gamescom also. Sein, woher habt ihr das gute WLAN? Und dann noch am Sonntag können wir uns auch nochmal treffen. Zusammen mit Felix spielt. Da bin ich auf auch da. Auf den Simulatortagen. Auf den Simulatortagen in Koblenz. Ja. Da müssen wir auch noch drüber sprechen, dass wir uns da im gleichen Zug treffen. Ja, das machen wir mal nach der Aufnahme. Ja, natürlich. Jetzt habe ich, dank deinem Gequatsche, habe ich jetzt wieder vergessen, was ich hier kaufen wollte. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ja, genau, mit einer Minute 20. Also. Mir ist übrigens aufgefallen, so jetzt im Durchschnitt geht momentan die Asozialität, kann man das so sagen, unserer beider Persönlichkeiten runter. Ja, Wandgrundierung und Zementsäcke. Jetzt mal kurz, Wandgrundierung und Zementsäcke. Wandgrundierung. Der Ansgar braucht immer ein bisschen länger, da muss man ihn mal überlegen lassen. Einkaufen. So, jetzt können wir weitermachen. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Nee? Okay. Dann halt nicht. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal, dann schauen wir uns jetzt einfach 15 Minuten an. Sowas kann ich ja nicht, ne? Im Büro oder so. So 3, 4, 5 Stunden gegenüber sitzen, ohne ein Wort zu sagen. Ich könnte, glaube ich, auch allgemein, ich weiß nicht, ob so ein Bürojob echt das Richtige für mich wäre. Weil, also im Bürojob kann ich sitzen, aber ich brauche jemanden im Büro, den du so aus dem Nichts anquatschen kannst, weißt du? Felix ist der etwas nervige Kollege, der immer quatschen will. Nee, nicht immer quatschen will, sondern manchmal quatschen will. Ja, ja. Weißt du, das kann ich nicht. Ja. Es gibt Leute bei uns im Büro, die sitzen da 5, 6 Stunden, ohne ein Wort zu sagen. Aber ich meine, wenn du dich jeden Tag siehst, dann weißt du auch, glaube ich, irgendwann nicht mehr, was sollst du da jetzt sagen? Ja. Ist aber schönes Wetter, kannst du jeden Tag sagen. Aber wenn man doch gute Kollegen hat, gut mit denen befreundet ist, die gut kennt, dann kann man doch zwischendurch mal quatschen. Ja, das ist was anderes. Sind die denn gut befreundet miteinander? Ja, 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 ja. Nur die brauchen nicht die Ruhe, aber die, ich weiß nicht, wie sie es schaffen. Zum Glück sind sie zu mir so, wenn ich quatschen will, dann quatscht doch einer mit mir. Ich bin ja der, der die ganze Zeit Fragen stellt und keine Ahnung hat. Der unbeliebte Praktikant. Ich bin nicht unbeliebt. Vielleicht. Sagst du. Ach, ich mag diese Betonspritze immer noch nicht. Ach, du spritzt gerade. Ja, ich weiß ja nicht, was du machst, aber ich bin wenigstens produktiv. Guck dir das mal an. Ich mach. Du bist seit 2 Folgen dabei, ein Ding zu beladen. Das ist todeslangweilig, glaube ich, zum Zuschauen. Aber Leute, da müssen wir jetzt Ende. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann hört das auch was. Darf ich? Böse sein? Nee. Okay. Was hättest du gesagt? Ich hätte gesagt, dann gibt's das Spannende ja bei mir auf dem Kanal. Nee, so schon mal gar nicht. Ja, okay. Dislike ist da. Alle, die disliken, müssen 50 Euro bezahlen. So. Felix zahlt allen, die disliken, 50 Euro. Das habe ich nicht gesagt. Ja? Nee? Nee. Habe ich irgendwie so gehört, ich weiß nicht. Ich hätte einen Instant Replay. Kann an meinem Gehör, kann vielleicht an deinen vorigen Äußerungen liegen. Welche vorigen Äußerungen? That's all fake news. Ja schon mal, wer war mit Geld um dich fake geworfen. News. Believe me. Es haben übrigens Leute Tatsache geschrieben, dass sie bereit wären, ein Best-of zu schneiden. Ja, da habe ich mich auch gefreut, sogar ohne Geld. Ja, und da habe ich mir auch gedacht, ja! Weil ich liebe Best-ofs von sowas. Sich selber dann da zu sehen, also nicht, dass ich mich gerne selber sehe, sondern halt, was für eine Scheiße man über die Zeit produziert hat. Also ich sehe mich schon ganz gerne selber. Ja, ich weiß, deswegen habe ich es ja versucht abzuwenden, aber wenn du selber zugibst, tatsächlich, ja, würde ich mich freuen, wenn da das ein oder andere coole Best-of kommen würde. Dann machen wir dann auch gerne irgendwie, wenn ihr selbst einen YouTube-Kanal habt oder so, dann
verlinken wir das auf Facebook oder keine Ahnung. Einfach mal auf irgendwie TS kommen, bemerkbar machen, rumnerven, dass er sowas gemacht hat. Bitte nur rumnerven, wenn er es wirklich oder gemacht hat. Oder einfach eine E-Mail. Ja, eine E-Mail. Irgendwie bemerkbar machen auf jeden Fall. Ihr müsst euch bemerkbar machen bei uns. Das ist leider so. Oder einfach mal persönlich vorbeikommen. Dann. Ja, genau. Dann könnt ihr bei Ansgar noch irgendwie einen Kaffee trinken oder so. War jetzt er. Wann dich dann? Nee. Hast du jetzt bald ein großes Haus? Ja. Nee. Hast du schon ein großes Haus? Nee. Also das Haus, wo ich momentan drin sitze, gehört Tatsache mir. Wie? Ja, das ist mir, wie soll ich sagen, übertragen worden, damit es nicht meinen Eltern beruflich enteignet werden. Du hast ein Haus? Ja, das gehört mir. Meine Eltern haben aber beide ein Wohnrecht drin, deswegen, ist es nichts wert. Scheiß Bonze, ey. Ja. Geil, ne? Dislike ist da. Nee, es macht ja Sinn. Ja, bestimmt macht das auch so, aber es ist schon cool, wenn man sagen kann, Leute, Jungs, entspannt euch, ich habe ein eigenes Haus. Ja, nur trotzdem, meine Eltern haben natürlich trotzdem das Sagen dabei, ne? Die haben natürlich ein Verwaltungsrecht und alles, das ist alles beim Notar eingetragen. Nur halt, es gehört offiziell nicht ihnen und deswegen kann es auch vom Beruf nicht, wenn irgendwas schiefgehen sollte, nicht enteignet werden. Ach so, das heißt, wenn dein Vater da als Chef baut. Wenn er dann persönlich dafür verantwortlich gemacht wird, dann habt ihr immer noch ein Haus. Das ist er ist auf dem Buch pleite. Er hat fast kein Eigentum. Er hat nur überall Wohnrechte. Komisch, was heißt ne? Überall? In eurem Haus? In unserem Haus, in unserem Ferienhaus. In eurem Ferienhaus. Und das, was wir gerade bauen. Das Ferienhaus vermieten wir übrigens. So. Also du vermietest das dann? Nein, das gehört nicht mir. Das gehört meiner Mutter. Achso, das gehört dann. Wie im Fernsehen. Ja, da haben wir die Eigentumsrechte auch geklärt. Das ist richtig informativ. Dinge, die man eigentlich gar nicht wissen wollte. Was war jetzt? Dinge, die man eigentlich gar nicht wissen wollte, aber Ansgar trotzdem immer weiter fragt. Wie fährt man denn diese zweite Dings davon aus hier? Wenn man dann einmal angeht, weiß man es. Also dann bin ich natürlich auch neugierig. Und dann will ich natürlich auch die ganze Geschichte wissen. Ansgar, kann man den noch eine weiter ausfahren oder war es das jetzt Tatsache? Was denn? Die Pumpe. Ich komme nämlich nicht überall ran. Gucke. Ja, die kann man noch einen weiter ausfahren. Ja, aber wie? Ja, du kriegst das immer wieder hin, die falsch zu bedienen. Dann mach's immer selber. Wieder. Ich verknall. Das ist wirklich Beton-Origami. Wie? Ich muss das nicht verstehen, ne? Ist völlig kacke, was du hier gemacht hast. So, jetzt machen wir es mal vernünftig hier. Was warst du gerade am tun? Ich habe versucht, deine Misere hier zu richten, aber es ist. Ja, aber ich will währenddessen das weitermachen, was du gemacht hast, damit nicht einer sinnlos auf dem Feld rumläuft. Ja. Deswegen mache ich dir das jetzt mal richtig auf. Gut, dann. So, was, ne? Gucke und lerne. Schau, wie sich das hier entfaltet. Siehst du, wie ich mich verneige? Nee. Ja, tue ich auch nicht. Aber deinen Mittelfinger kann ich mir schon vorstellen. So weit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Oh. So, den Rest würde ich auch selber schaffen? Nee, jetzt mache ich es auch noch. Ich vertraue dir da nicht mehr so ganz. Deine Hassliebe zur Betonpumpe. 33%, okay. Und auch so, in diesem Modus kommt man nicht komplett ran, ne? Aber weiter als vorher, deutlich weiter. Naja, dann versuch mal dein Glück. Komm, hier zieh ab. Danke. Probierkram. So. Stimmt, ich war im Gabelstapler. Ja, Mensch, dann bringe ich auf dem einen Dings tatsächlich alle Waren mit, die wir dann noch brauchen. Von dem Baustoffhändler, da müssen wir nie wieder dahin. Aber das ist eigentlich ganz praktisch, finde ich. Machst jetzt einmal eine große, große, fette Lieferung. Ja. Und die ist wirklich gut geladen. Das
da muss ich mich auch selbst mal loben. Die sind wirklich gut geladen. Ja, die sind wirklich gut geladen. Ist das immer so ins Lächerliche? Die ist wirklich gut geladen. Ja, ich sag ja auch nix. Doch, du hast was gesagt. Und wie du es gesagt hast, dann weiß ja, genau. Ich schon genau, wie es gemeint war. Genau wie meine Eltern. Ich hab doch gar nichts gesagt, wie du nichts gesagt hast. So, gieße die Vorbereitung. Das, ja, ich bin dabei. Es ist in der Mache. Besorge einmal Container vom Baustoffhändler. Machen wir, dann müssen wir aber... Ausrüstung. Klatsch, 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 klatsch. Mal mit dem... Boah, jetzt diese Woche kommt die Heizung zum ersten Mal bei uns ins Haus. Da wird der Estrich einmal richtig schön warm gemacht. Der Estrichleger? Nee, die sind schon durch, nur halt so, die Heizung. Sind schon da. Wir kriegen einen Wärmetauscher. Was ist der Estrich eigentlich? Der Estrich ist der Betonboden, wo nachher alles draufgelegt wird. Wenn du Beispiel die Dusche tiefer legen willst, dass du keine Schale hast, wo du reintreten musst, sondern Boden gleich haben willst, musst du den Estrich wegmachen. Damit du genug Platz hast nach unten. Also Estrich kommt direkt unter der Fliese, unterm Parkett, sonst irgendwas. So ein Betonteil ist das. Okay. Wir bekommen einen Wärmetauscher, also halt eine Klimaanlage nur andersrum. Ja, das haben wir auch. Für warm Wasser? Ja, ich bin mal gespannt, das wie das funktioniert. Das haben wir genau, das haben wir auch. Funktioniert das gut? Bei uns funktioniert es gut. Also es dauert vielleicht ein bisschen länger als normalerweise, dass das heiße Wasser dann heiß ist, aber es funktioniert schon ganz gut. Und okay. Ich glaube, es ist so eine ganz moderne Form, ne? Ja, es ist recht modern. Ja, wir haben keinen Gasanschluss. Also das zieht sich das Ding ja dann aus der Luft, die Wärme, ne? Ja, genau, die tauscht die Wärme aus der Luft mit der Kälte des Wassers. Ja. Das heißt, am Haus kommt dann kalte Luft raus. Du könntest sogar theoretisch aus dem Wärmetauscher, soweit ich das weiß, das kann jetzt falsch sein, kannst du auch theoretisch kalte Luft abziehen, um es dann in einen Raum zu drücken und damit dann auch gleichzeitig eine Klimaanlage zu machen. Aber ich glaube, dann wird's teuer. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Bei uns steht das im Keller, also. Ja. Ja, ich bin auch mal gespannt darauf. Ja. Das passt auch ein bisschen zum Bausimulator, ne? Ja. Ich kann ja momentan live erzählen. Ich habe ja auch Videos, wie sie bei uns das Haus zusammenbasteln. Du kannst ja mal Bausimulator Real Life Livestream machen. Ich könnte natürlich mein Video zuschicken und dann schneiden wir das rein. Oder du lädst einfach mal einen Vlog hoch. Ja, das muss ich auch mal wieder öfter machen. Wie sieht das eigentlich bei dir mit Simulator-Tage Vlog aus? Weiß ich nicht. Ich muss mir das nochmal angucken. Vielleicht mache ich das, vielleicht auch nicht. Ich nehme ja Lilly weg. Weg. Ich denke mal, dass die Kamera irgendwann mal draufhalten wird. Ich denke mal, du bist ziemlich fotogen. Nee. Ich hasse es tatsächlich. Das ist so ein bisschen, das ist eine ganz eigenartige Sache. Es gibt, wir haben letztens in der Familie festgestellt, es gibt wenig Familienbilder von mir. Weil ich ganz ungern Fotos mache. Ach, also, Scheiße. Ich habe immer, wenn irgendwie Zuschauer so gefragt haben, habe ich natürlich immer gemacht. Und es ist dann auch, ist ja auch irgendwie blöd, dann zu sagen, nee, will ich nicht. Aber tatsächlich mag ich das nicht so, fotografiert zu werden. Ah, das wird eh noch interessant, Koblenz. Wieso? Ach so, generell. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was auf mich zukommt. Ich auch nicht. Ich interessiere mich aber auch vor allen Dingen fürs Museum. Ja, ne, es ist DB-Museum ist das. Genau, da wollte ich, mir immer mal so, es gibt ja in Deutschland ein paar DB-Museen und ich wollte mir da immer mal eins angucken und das kommt mir dann ganz gelegen, dass es dann auch mal einen Grund gibt, weil ich habe nämlich immer, es gibt ja so Dinge, die will man immer mal machen, aber irgendwie, die haben nicht so die höchste Priorität und dann kommt immer was dazwischen oder man findet einfach keinen Grund dafür, das zu machen. Mhm. Da gibt es bei mir eine ellenlange Liste und da ist unter anderem das DB-Museum. Am liebsten wäre ich nach Nürnberg, weil da ja auch die erste Eisenbahn war, also mit Fürth da und da sieht man es dann auch immer. Aber Koblenz ist auch ganz cool bestimmt. Bestimmt. Ja, ich denke mal auch, dass das ganz witzig wird. So. Vor allem, man muss ja nur Eintritt für das Museum da bezahlen, ne? 4,50 Euro oder sowas. Ja, ja, 3-4 Euro. Oh, ich hab's geschafft. Wie viel? 3-4 Euro, genau. Ja, es geht eigentlich voll. Für ein Museum. Ja, und vor allen Dingen für eine Sonderveranstaltung dann. So, jetzt machen wir erstmal die Dusche aus.
Ich habe übrigens das Gießen fertig. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Du kannst gerne überladen, wenn du möchtest. Was? Was? Bitte was? Du kannst die ganzen Sachen vom Anhänger runterholen. Also, was heißt die ganzen Sachen? Die Armierungseisen vor allen Dingen. Die sind doch schon da. Achso, die Armierungseisen sind schon. Dann die Bandgrundierung ist das, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, was wir als erstes brauchen. Kann man hier nicht einen großen Kran hinstellen? Wir brauchen Verschalungselemente, genau. Viermal Verschalungselemente. Kann man hier nicht einen Schnelleinsatzkran oder so hinbauen, pflanzen? Der ist schon am Hafen, den muss nur kurz rüberfahren. Oder ist der noch am Hafen? Nee, ist nicht mehr am Hafen. Aber du kannst dir gerne einen da irgendwie rüberholen. Nee, ich meine diese Festen, die kann man hier nur auf diesen vorgefertigten Plätzen hinstellen, ne? Ja, vielleicht ist da einer? Ich sehe keinen. Warte, kann auch sein, dass ich blind bin. Das kann gut sein. Hm, danke. Du hast das wäre natürlich, ne? Perfekt. Ja. Ich bin auch nur auf dem linken Auge blind. Rechtes Auge ist auch fast nur fake. Was hast du denn für eine Sehstärke? Kurzsichtig mit 1, irgendwas auf dem linken und mit 0,5 oder deutlich weniger, nee, 0,2 auf dem rechten. Das ist fast blind, oder? Ich weiß es nicht. Also links ist wirklich, wenn ich das rechte Auge zumache und nur durch links gucke, kann ich auf meiner Webcam, und ich sitze gerade 20 cm vom Bildschirm weg, die kleine Schrift nicht mehr lesen. Ich kann auch das MAN, okay, was da hinten ist, nicht mehr lesen. Ja, ich kenne mich mit Sehstärken nicht so aus, aber wenn ich es mit dem rechten Auge mache, kann ich noch alles sehen. Also das linke Auge ist komplett am Arsch. Aber mit der Brille ist alles perfekt. Auch Kontaktlinsen. Ich habe mich da so dran gewöhnt. Kontaktlinsen, da kann man Schimmelpilz im Auge bekommen, habe ich vor ein paar Tagen. Ja, du kannst auch Schimmelpilz essen, wenn du eine Salami aufmachst. Ja, das ist die gleiche Chance, glaube ich. Aber fand ich irgendwie die Vorstellung, ja, dass man im Auge einen Pilz hat. Das, du darfst es dir nicht vorstellen. Es gibt auch so viele Leute, die haben Fußpilz und merken es nicht. Das sind auch so die Themen, die kann man ruhig mal am Folgenende dann auch einfach so stehen lassen, würde ich sagen. Ach, stimmt. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Was müssen wir abladen, machen wir in der nächsten Folge? Was machst du gerade? Ich mache dich jetzt fertig. Damit tschüss.